Ja, herzlich willkommen zurück am Fuß der Wetterspitze. Die ist nämlich hier. Und hier gibt es noch einiges einzusammeln und zu erledigen. Oh, ich sehe schon wieder, ein Rennen steht uns bevor. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Karte, was wir denn überhaupt noch brauchen. Im Bereich Wetterspitze brauchen wir noch einen Charakter, drei Mithril-Brocken und das war's. Das heißt, das mit dem Rennen hat sich wahrscheinlich schon erledigt. Wir haben hier einen Mithril-Brocken. Ah, das gehört wahrscheinlich schon alles weiter nach unten. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Also den hier, den brauchen wir auf jeden Fall. Ja, dann gehe ich jetzt da erstmal hin. Oh, nur bei Nacht. Es war schon wieder so klar. Dann haben wir hier noch einen. Der wird wohl auch dazu gehören. Die Trollhöhen. Ja, dann gehen wir da mal hin. Das müsste ja quasi die Stelle sein, in der Erzählung nach, die Bilbo im ersten Film bei seinem Geburtstag Feierlichkeiten den Kindern erzählt hat. Da hat er ja erzählt, wie die Trolle zu Stein erstarrt sind. Und ja, die findet man dann hier anscheinend. Allerdings ist es auch so, dass diese Geschichte sich anscheinend tatsächlich ereignet hat. Denn in dem Film Der Hobbit bekommt man dieses ganze Abenteuer in voller Länge zu sehen. Okay, wir brauchen einen Eimer. Beziehungsweise, nee, den Eimer haben wir. Was wir brauchen, ist Wasser. Wo kriege ich das Wasser her? Gibt es jede Menge zu entdecken. Wo kriege ich jetzt das Wasser her? Das ist eine Höhle. Ob da das Wasser drin ist? Ich kann, aber die verlangen jetzt nicht von mir, dass ich das Wasser hier ewig durch die Gegend schleppe. Was ist denn das für eine Höhle? Uiuiui. Ah, ich glaube, das. Ja, da blinkt es an allen Ecken und Enden. Ich glaube aber, hier sollen wir jetzt noch gar nicht hin. Also hier gibt es natürlich dann auch was zu holen. Könnte sein. Nee, die Minen von Moria sind das noch nicht. Die sind ja ganz woanders. Aber nichtsdestotrotz brauche ich jetzt hier erstmal irgendwo Wasser. Gut, wir haben hier unten natürlich den Fluss, aber da kann ich den Wassereimer nicht verwenden. Ich muss also irgendwo einen Teich finden. Vielleicht muss ich den auch erst freilegen. Oder zusammenbauen. Ich muss auf jeden Fall hier das Wasser, das Feuer löschen. Die Frage ist nur, wie. Also normalerweise sind solche Wasserbecken nicht allzu weit weg von der Stelle, an der man sie letztendlich oder an der man letztendlich das Wasser benutzen muss. Ich glaube, hier komme ich auf die Rückseite der Höhle. Kann das sein? Nee, nicht ganz. Ui. Okay, hier kann ich mit Sam was ausbuddeln. Das ist auch schön. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und ich sehe auch gerade, ich kann hier mit Legolas oben ranspringen. Wenn es. Ja, muss, glaube ich, gar nicht zwingend Legolas sein. Okay, da kann ich da rüberspringen. Was bringt mir das denn außer diesen lila Stat? Ich glaube, das ist wirklich nur so ein kleiner Bonus, dass ich hier einen Zusatzstat bekomme. Aber woher kriege ich jetzt diesen blöden. Das blöde Wasser. Es kann nicht so weit weg sein. Das ist doch immer hier direkt in der Nähe. Oder ist das vielleicht hier oben drauf? Ich glaube, da darf ich gar nicht hin, so wie es aussieht. Nee. Da auf diesen Gipfel darf ich nicht. Ich meine, ja, gut, ich kann natürlich. Aber ich kann das hier nicht kaputt schießen. Wo kriege ich denn das Wasser her, verdammt? Mach mich jetzt nicht wahnsinnig. Es lief doch beim letzten Mal so gut. Moment. Ah ja. Okay. Ob ich so an das Wasser komme, weiß ich zwar nicht. Aber ich kann hier auf jeden Fall irgendetwas tun. Moment, ich habe doch da gerade ein Seil gesehen. Ach da. Ach da. Hier gibt es allerhand zu entdecken und zu tun.
Warum leckt denn mein Spiel? Ich habe das doch eigentlich extra eingestellt, dass das eben nicht der Fall ist. Ja gut, jetzt stehe ich hier drauf. Schön. Kann ich noch mal buddeln? Gut, so kommt Legolas nach oben. Und so komme ich auch auf das Seil. Aber ich sehe nicht ganz, was mir das. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich darunter gefallen bin, weil ehrlich gesagt sehe ich auch nicht, was das Seil mir bringen soll, außer eben wieder ein paar Stats. Ach, ist das ärgerlich? Es lief jetzt beim letzten Mal eigentlich so gut, weil wir hier so offensichtlich vorwärts gekommen sind. Ja. Warum konnte ich das jetzt hier runterschießen? Was soll mir das jetzt gebracht haben? Das hier kann ich nicht kaputt machen. Ich konnte diese Kiste darunter schmeißen, die mir aber auch nichts gebracht hat. Ja, toll, schon 7 Minuten und noch nichts erreicht. Nur weil ich das blöde Wasserloch nicht finde. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich hatte eigentlich so im Stillen ein bisschen gehofft, dass wir heute nicht nur die Wetterspitze fertig kriegen, sondern schon in den nächsten Bereich rein können. Aber so klappt das natürlich gar nicht, ne? Ja. Da komme ich nicht weiter, das sehe ich schon. So weit weg, ist es da drüben vielleicht? Muss ich das so weit tragen? Da! Oh, Gott sei Dank. Na, da habe ich mich jetzt aber auch angestellt. Und das alles nur für einen Mithril-Brocken. Einen halben Part verschwendet. Ich habe wohl schon irgendwas gekriegt. Ich will aber trotzdem noch mal kurz mit Frodo hier reinschauen. Ah, jetzt habe ich ihn bekommen. Okay. Schön. Dann schauen wir doch noch mal auf die Karte. Also das war jetzt der hier. Lang genug hat es gedauert. Den da oben kriege ich nur bei Nacht. Und dann fehlt. Ach, Mist. Dann fehlt aber noch ein weiterer und der Charakter. Das hier gehört alles schon zum nächsten Bereich. Das hier unten, da zeigt es mir auch gar nichts an. Der Charakter ist oben auf der Wetterspitze. Das ist ein Ringgeist. Ja gut, dann müssen wir uns erstmal den holen. Auch bei Nacht, okay. Dann muss ich jetzt irgendwie rauskriegen, wo der letzte Mithrilstein ist. Einer hier bei Nacht. Das habe ich alles geholt. Das gehört wahrscheinlich auch teilweise schon zum nächsten Bereich dazu. Das hier ist Bree. Und da ist auch nichts mehr offen. Ja gut, wir reisen jetzt erst noch mal bei Nacht hier hin. Hilft ja nix.
Notfalls muss ich das ein bisschen offen lassen und mal gucken. Es kann schon sein, dass irgendein Mithril-Brocken jetzt schon im Nachbarbereich liegt, aber offiziell hier noch dazugehört. Das sehe ich dann halt erst, wenn ich in den nächsten Bereich reingehe. So, Karte ansehen. Jetzt holen wir uns erstmal den hier. Oh, da muss ich auf die andere Seeseite. Wie komme ich denn da hin? Da hinten rum. Ah, da war ich doch schon mal. Oder muss ich das angeln? Vielleicht muss ich es angeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich an dieser Stelle schon mal geangelt habe. Ist ja auch komisch, dass man das dann, wenn das so ist, dann wirklich nur bei Nacht angeln kann. Ich glaube, ey, wir müssen irgendwie auf die andere Seite rüber. Aha, eine Kurbel. Das wird uns jetzt Gott sei Dank angezeigt, wo die hingehört. Ah, scheint eine größere Aktion zu sein hier. Jetzt darf ich hier durch. Ja, toll. Und jetzt? Was zur Hölle bringt mir das denn, dass ich das jetzt hier aufgekurbelt habe? Gar nichts. Vielleicht hatte ich das schon mal gemacht. Vielleicht war ich hier schon mal drin. Okay, da brauche ich wohl den Berserker. Ja, das ist halt so im Open-World-Bereich teilweise leider etwas unübersichtlich. Wobei das jetzt ja auch nicht schlimm ist. Denn man soll ja ein bisschen suchen. Was war denn das gerade? Ein Y? Eine Ziege. Okay, alles klar. Dann ist das jetzt wohl das Rennen, das ich hier reiten muss. Im Moment ist noch ganz gut zu sehen, wo ich lang muss. Das ist eigentlich immer bei diesen Rennen das Hauptproblem, dass man eben nicht sieht, wo man hin muss. So wie jetzt. Da hinten. Ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Okay, dann muss ich zurückrennen und den ganzen Scheiß nochmal machen. Ist sehr ärgerlich. Aber ich muss mir dann einfach merken, dass ich, wenn ich da runterkomme, ich so ein bisschen rechts halte. Und blöd ist eigentlich eher, dass ich da jetzt den ganzen Weg zurücklaufen muss. Gehe natürlich den Geisterstatz hinterher, dann sollte ich relativ schnell wieder an die Stelle kommen. Ist halt schade, dass man nicht den einen Charakter einfach zurücklassen kann und dann, wenn man das Rennen vorzeitig beenden muss, einfach wieder zurückwechselt an die Stelle. Ich sehe auch gerade, dass da hinten die ganze Zeit was blinkt, also da müssen wir dann auch noch gucken. War denn jetzt die Ziege? Ach, die war da hinten, in irgendeinem Verschlag, gell? Weil die ist ja jetzt wieder zurückgerannt. Hier habe ich sinnloserweise die Kurbel eingesetzt. War denn jetzt die Ziege? Ne, da geht's in die Höhle. Jetzt finde ich die Ziege nicht mehr. Jetzt komm schon. Da ist sie. Also, auf ein neues. Ich hoffe, dass ich dieses Rennen noch nicht gemacht habe. Nicht, dass ich das jetzt auch alles umsonst mache. Ich habe mich schon wieder verritten. Scheiße. Ja, kann ich gleich wieder von vorne anfangen? Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen gehabt. Da. Ich fürchte fast, das habe ich schon mal gemacht, aber sicher weiß ich es halt nicht. Weil wir jetzt gerade so weit weg sind.
Das war jetzt ganz schön knapp. Ja. Keine Belohnung soll heißen, dieses Rennen hatte ich wohl schon mal geschafft. Ja, wenn die Ziege jetzt hier eh schon so rumsprattelt, dann können wir sie auch benutzen, um vielleicht doch zum nächsten Mithrilstein zu kommen. Der ist dann wohl wirklich da drüben auf der anderen Seite. Dann suchen wir uns da mal den Weg. Da war ich doch aber auch schon mal. Allerdings, wenn jetzt der Pfeil blinkt, heißt es natürlich, der Mithrilstein ist noch da. Und ich habe ihn noch nicht geholt. Warum bleibt jetzt der Pfeil da nicht richtig stecken, so wie er soll? Hätte ich das von weiter vorne aus machen müssen? Ja, hätte ich. Okay. Ja, da muss ich wohl hier reinmarschieren. Ich weiß natürlich, dass ich hier schon mal war. Die Frage ist, war das jetzt, als ich privat vor Ewigkeit mal gespielt habe? Oder war das im Let's Play? Okay, jetzt muss ich einfach nur so Geisterskorpione kaputt kriegen. Ist mit Legolas eigentlich kein großes Problem, weil er ja automatisch schießt. So. Das war das hier. Und dann gucken wir doch mal. Au. Da ist ja eine Stelle für Gimli. Okay, da gab es einfach nur extra Stats. Hier blinkt aber auch was. Ah. Stat-Belohnungen hauen mich jetzt natürlich überhaupt nicht vom Hocker. Trotzdem blinkt da was. Okay, hier kann ich irgendwie rumspringen. Ah ja, okay. Da nehmen wir natürlich auch wieder Legolas. Er will mir jetzt gerade nicht so wirklich an die Ranke dran springen. Ich glaube aber, dass ich das muss. Jetzt. Oh ja, oh ja. Ja. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr schwingen müssen. Das ist gar nicht so einfach, hier die richtige Perspektive zu finden. Ein bisschen Zeit haben wir noch, jetzt aber nicht allzu viel. Warum springt denn der jetzt da nicht ran? Ach, das ist doch schon wieder nervig, wenn das so nicht geht. Gibt es einen anderen Weg? Nee, wahrscheinlich nicht. Das wird schon der einzige sein. Auf jeden Fall blinkt es da überall. Also ich muss da auf jeden Fall irgendwie ran. Und er will einfach nicht richtig hinspringen. Das ist echt ein bisschen unglücklich hier mit der Perspektive. Ich muss mit Sicherheit... Moment, kann er sich noch drehen? Nee, er kann nur so oder so. Kann sich nicht weiter rüber drehen. Jetzt! Oh, wieso fällt er denn da runter? Normalerweise hält sich Legolas bei sowas immer, naja, nicht fest, aber er bleibt eigentlich auf dem Balken stehen. Och, das ist jetzt doof. Okay, das ging jetzt mal ein bisschen schneller. Versucht es jetzt wirklich mal ganz vorsichtig, weil wenn der da wirklich... Hm.
Ich habe gerade so das Gefühl, das führt zu nichts, ne? Nee. Nicht so richtig. Ich habe jetzt Stats eingesammelt, aber sonst auch nichts. Ja, und die Pfeile, die blinken schon sehr weit weg. Ich habe gerade so das dringende oder das deutliche Gefühl, dass ich hier drin gar nichts finde. Vielleicht sind es die da drüben. Dass die da leuchten. Ich kann mir das gerade nicht anders erklären. Ich komme ja hier nirgends irgendwo anders hin. Mit Gollum? Das glaube ich jetzt auch nicht. Da geht es ja nirgends hin. Da kann ich halt auch nur, ja, kann ich auch nur Stats einsammeln. Mehr ist da nicht. Ja, komisch. Ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Ja, ich habe schon gesehen, da oben ist auch eine Ranke. Aber hier blinkt halt auch nichts. Außerdem ist es, glaube ich, die, an der ich gerade eben schon war. Also hier drin ist, glaube ich, wirklich nicht mehr viel zu holen. Und wenn, dann habe ich es jetzt einfach wirklich übersehen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch irgendeinen anderen Scheiß machen, gehen wir da mal zur Wetterspitze und holen uns unseren fehlenden Charakter. Hier, glaube ich, war ich schon mal. Vor Äonen von Jahren. Halt. Ja. Da ist auch noch ein lila Stat drin. Okay. Ja gut, jetzt kann ich hier wieder zurück. Schauen wir mal, wie wir jetzt Wetterspitze raufkommen. Wahrscheinlich müssen wir den Ringgeist dann erstmal verdreschen, bevor wir ihn uns kaufen können. Ich weiß auch gar nicht, ob der Ringgeist irgendwelche speziellen Fähigkeiten hat, ob der besonders stark ist oder keine Ahnung. Oder ob der vielleicht irgendwie so ein Schwert hat, mit dem man die roten Steine zerkloppen kann. Das ist auch gar nicht mehr so teuer. So, aber ich kann hier natürlich noch ein bisschen was machen. Ich kann hier mit Sam ein Seil hinwerfen, das mir nichts bringt. Aber kann man mal machen. Ich kann Feuer machen. Ich hoffe ja immer noch so, dass da vielleicht doch noch irgendwo ein Mithril-Stein dabei rausspringt, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Sieht aber gerade ehrlich gesagt nicht so aus. Nö. Ja, wie gesagt, ich kann das Seil dahin werfen, kann mich da dran hochziehen, kann dann darüber springen und kann ins Wasser springen. Was jetzt tatsächlich auch nichts bringt, ne? Ja, war ein schöner Gag am Rande. Allerdings nicht sonderlich effektiv. So, Karte ansehen. Wetterspitze 11 von 12. Die habe ich alle. Ich bin schon extra rangezoomt. Nee, dichter dran kann ich nicht. Ich muss jetzt doch hier irgendwo was übersehen haben. Irgendwas, was zum Bereich Wetterspitze gehört. Das sind alles Sackgassen hier. Ja, hier drüben. Aber das gehört doch mit Sicherheit hier dazu. Das kann doch gar nicht zur Wetterspitze gehören. Die hab ich alle. Die Trollhöhen. Ja, der höchstens noch. Ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Aber. Eigentlich ist die Folge zu Ende. Aber ich versuche, den jetzt noch zu kriegen. Ich
dachte eigentlich bei den Trollhöhen, dass das schon mit dem Wasserbecken war. Aber anscheinend habe ich da noch einen anderen übersehen. Ja, da müssen wir jetzt in diese Höhle rein, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Oder? Nee. Ja, das ist genau da, wo wir vorhin mit dem Wasserbecken, glaube ich, unterwegs waren. Nee. Jetzt geht's in die Höhle. Okay. Dann holen wir da noch den fehlenden Stein raus. Und dann beenden wir die Folge in der Hoffnung, dass dann die Wetterspitze abgehandelt ist. Hier muss er sein. Beziehungsweise hier kann man ihn sich irgendwie freispielen. Oder einfach ausgraben. Einfach ausgraben. Okay. Dann gucken wir uns gerade noch dieses Rätsel an. Da gibt es zwar, glaube ich, nichts zu holen, aber wenn wir schon mal da sind, wir haben ja sonst keinen Grund mehr, hier nochmal hinzugehen. Ist wahrscheinlich auch nur, um Stats zu bekommen. Gimli geht schon wieder einer ab hier. Mir ist da wirklich nicht. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir jetzt damit die Wetterspitze zu 100% erledigt haben. Ja, das war ja tatsächlich. Ja, Gott sei Dank. Also diese Stelle hier, ja, für mich sah das so aus, als würde sie hier zum Bruchtal gehören. Nicht zum Bruchtal, sondern zu Bruchtal. Ist nicht der Fall. Allerdings in Bruchtal, da haben wir einiges zu tun. Da gibt es ganz, ganz viel zu holen und da macht es auch richtig Spaß, finde ich. Und da freue ich mich sehr drauf. Und da geht es dann in der nächsten Folge hin und wir werden bei Tag nach Bruchtal reisen. Und dann stauben wir mal ordentlich was ab, hoffe ich jedenfalls. Hatten wir da eigentlich, Moment, ganz kurz noch, Wetterspitze, ja, Missionen hatten wir auch erfüllt. Da fehlen uns hier nämlich auch noch ein paar. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.